Hey Leute, wir kommen heute zu den Playoffs der A1 eSports Liga. In diesem Turnier geht es um 7000 Euro Preisgeld und die besten 8 deutschsprachigen Spieler außerhalb der CRL kämpfen um den Titel. Und heute haben wir noch einen Platz für das Finale offen und wir haben das Duell Suchteffekt gegen Mark. Mark ist vor allem bekannt für Labehund, da gilt er als einer der besten Spieler weltweit, während Suchteffekt vor allem für Minenwerfer bekannt ist. Wie gesagt, der Gewinner ist weiter, der Verlierer ist draußen. Das Finale wird am 28. November stattfinden und dort geht es dann um 7000 Euro. Das heutige Battle ist ein Best of 5, sprich wer zuerst dreimal gewinnt, der entscheidet das Ganze für sich und steht im Finale und der Verlierer ist draußen. Würde ich sagen, wir legen los. Spannendes Battle auf jeden Fall, sehr, sehr entscheidend für beide Spieler und euch jetzt wie immer viel Spaß mit den Highlights. Jetzt geht es noch um alles für die beiden. Also ich muss sagen, wer bisher für mich überzeugender war, ist schwer zu sagen. Also ich fand beide eigentlich sehr überzeugend. Suchteffekt. Ja, mit dem 3-2 gegen X ein Match, aber ja klar, 0-3 gegen Tobi, aber das 0-3 gegen Tobi war auch eigentlich ein relativ knappes Match. Und ja, Mark mit einem 3-1 gerade eben sehr überzeugend gegen X ein Legend. Ich kann mich aber nicht wirklich festlegen. Zwei Drachen jetzt hier am Start, Tessa rein. Jetzt haben wir zwei Gebäude auf dem Feld. Er friert die ein. Das kann man machen, das ist nicht schlecht. Tornado drauf, schöner Tornado aber. Guter Nade. Und jetzt haben wir halt zwei X-Bogen. Das meine ich halt. Was jetzt? Und der X-Bogen ist dran. Das darf nicht passieren. X-Bogen ist dran. Frost muss kommen. Frost muss kommen. Ja, Frost kommt. Das war's. Ja, das war nochmal ein großer Fehler jetzt auch gerade. Der Frost hätte kommen müssen. Oder halt, also der X-Bogen darf nicht connecten. Man muss immer irgendwas dazwischen schieben. Ganz klar. Das war eigentlich noch eine kleine Chance sogar für. Oh, Sekunde. Jetzt muss man nochmal gefährlich werden, vielleicht. Gerade vielleicht war sogar. Ah, nee, das ist eigentlich, oder? Mal schauen. Also eigentlich muss er das gewinnen. Das muss doch der Effekt eigentlich gewinnen, aber jetzt. Der Bowler ist noch am Start. Also es ist noch nicht entschieden. Aber eigentlich ist es schon entschieden. Also wenn Suchteffekt nichts falsch macht, hat er gewonnen. Lock drauf. Schönes Lock auch nochmal. Rakete ist defensiv. Ja, Tornado auf jeden Fall. Oder auch Tester. Er hat genug Antworten. Einen Ballon reinzuspielen bringt eigentlich gar nichts. Sehen wir hier gerade. Tesla, Tornado oder eben Rakete im Notfall. Keine Chance. Dreifache Elixierphase. Im Notfall immer Rakete von Suchteffekt. Oh, es hängt gerade noch drauf. Tornado drauf. Tornado war eins. Was war das für ein Tornado gerade? Der Frost kommt. Der Frost trifft auch den Eismagier. Oh, der Holzfäller ist dran. Nee. Der Bowler. Oh, der Bowler trifft nicht. War Bahn fast drauf. Dieser eine Fail war es einfach. Dieser eine Fail, als der X-Punkt dran war. Und jetzt sollte hier eigentlich Suchteffekt gewonnen haben. Aber ich muss ehrlich sagen, ich fand Mark eigentlich stärker. Bis auf diesen einen Fail halt, ne? Also eigentlich muss der Suchteffekt das ganze souverän gewinnen. Aber er hat echt Probleme. Guter Frost wieder. Weil, nee, doch ein guter Frost. Ja, er verzweifelt nochmal. Nee, das war's. Diese ganzen Gebäude, die er nicht ausschalten kann, sind echt Wahnsinn. Guter Nado. Wahnsinn! Das gewinnt damit hier Suchteffekt. Ich glaube aber mit Poison Schneeball normalerweise. Und Suchteffekt in Königsriese. Mal schauen. Direkt ein sehr, sehr offensiver Start. Aber was kommt. Sepp sehr, sehr krass. Aber der Hunter überlebt ganz, ganz knapp. Der Hunter muss überleben. Der Hunter überlebt aber nicht. Der Poison geht auch noch rein. Der Start ist schon besser als hier, will ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Für Mark. 1000 Schaden. Und Suchteffekt wie erwartet mit Königsriese. Weil Königsriese ist echt stark. Ihr müsst überlegen, wenn die Hütte gebannt wird, dann. Also Königsriese ist sowieso sehr stark. Und wenn dann auch noch die Hütte gebannt wird, ist es doch krasser. Das ist alles heftiger. Aber die nach hinten. Die weiteren Karten bei Marx sollten wahrscheinlich Dark Prince sein. Ivus? Jägerlakai? Mal schauen. Normalerweise auch Schneeball und keinen Sepp sehe ich auch gerade. Auch ungewöhnlich. Musketieren ist okay. Nicht Ivus. Ein guter Feuerball. Das sind immerhin zwei Hits gewesen. Aber wir sehen einen kranken Elixiervorsprung jetzt auf Seiten von Mark. Jetzt könnte eigentlich einfach Riese Friedhof kommen. Der Hunter ist jetzt auch weg. Jetzt einfach Riese Friedhof. Ja, genau. Ich glaube, jetzt wird es ganz, ganz schwierig werden hier. Der Riese wird eigentlich weggezogen vom Fischer immerhin. Aber trotzdem. Ja, der tankt jetzt auch nicht. Okay. Schick gemacht. Aber jetzt tankt der Friedhof für den Riesen. Und das wird er fast nicht aufhalten können. Poison vielleicht nochmal drauf? Ja, hier kommt es auch. Und das sieht jetzt hier stark nach dem Ausgleich aus für Mark. AG nach hinten. Aber
Königsriese ist nicht so krass, um den ganzen Turm aufzuholen. Der kann halt immer wieder Schaden machen, aber nicht den ganzen Turm holen. Wir werden sehen. Beide bereiten sich hier auf den Push vor. Mark auf die Defense und Suchteffekt auf die Offensive. Musketieren ist am Start. So, jetzt müssen wir spannend werden. Der Dark Prince holt guten Value aus. Der nächste Königsriese kommt rein. Und der Backup ist noch am Start. Das wird jetzt hier gefährlich werden. Goblin Cage kommt rein. Die Musketieren kann jetzt über carryen. Kann die ganze Zeit rausschießen. Der Feuerball kommt jetzt aber. Und das ist tatsächlich jetzt mal ganz gut. Das Ganze ist gefährlich. Und das bekommt jetzt hier Suchteffekt extrem gut hin. Hat immer weiter Druck. Der Friedhof kommt jetzt hier verzweifelt. Damit jetzt hier... Der Hunter wird auch schießen. Was passiert jetzt? Wer gewinnt jetzt hier? Suchteffekt gewinnt. Ich weiß es nicht. Ganz, ganz starkes Spiel von Suchteffekt. Was war das für ein Match? Und wir sehen, der X-Bogen holt wieder Value raus. Tesla drauf, ne? Tesla ist dran. An Kanonenkarre und an Dings. Was ist das? Suchteffekt? Was ist das jetzt gewesen? Lorg ins Nichts? Lorg fehlt jetzt auch, muss ein Tornado bringen. Was ist denn gerade? Suchteffekt gerade ganz, ganz komisch. Kampfholz daneben. Nächster X-Bogen. Also er kann scheinbar keinen X-Bogen offensiv bringen. Aber er kann eben immer wieder Value defensiv rausholen. Tesla zum Blocken stark. Jetzt kann Lock kommen. Lock muss kommen. Lock muss kommen. Lock trifft auch. Klon trifft nicht gut. Tornado kommt rein. Und jetzt wird's spannend. Und ich glaube, jetzt ist die Chance für Suchteffekt. Das ist der X-Bogen. Jetzt der X-Bogen. Genau. Zwei X-Bögen auf dem Feld. Und Mark mit einem Giant Skelly. Was jetzt? Die beiden X-Bögen beginnen zu schießen. Der andere X-Bogen wird noch ordentlich Schaden machen. Achtet auf den X-Bogen in der Mitte. Der holt noch so viel Value jetzt raus. Kann auch ein Lock mal kommen. Noch Lock kommt. Der X-Bogen ist jetzt tot. Tornado drauf, den fand ich jetzt nicht so stark unbedingt. Wobei, doch, war eigentlich schon stark. Kanonenkarre ist außerhalb der Reichweite. Aber er kommt nicht ran. Er kommt trotz allem nicht ran. Er hat es versucht. Das heißt, dass ich jetzt an Suchteffektsteller jetzt versuchen würde. Er muss Raketen zyklen. Und der Hunter noch mit 200 Schaden. Jetzt ist wieder der Schadensvorsprung. Bei Mark nicht schlecht. Er kann auch Pfeile cyclen immerhin, ne? Auch nicht so wenig Schaden. Mal schauen. Jetzt muss eigentlich Suchteffekt versuchen, Raketen zu cyclen. Defensivrakete. Oh, die rechte Seite jetzt hier mit Barbaren und Kanonenkarre. Tornado drauf. Ich will schöner Tornado. Pfeile kommen, Pfeile kommen. Er muss noch reinkommen. Also jetzt ist ganz spannend. Nicht vergessen, jetzt muss hier Mark gewinnen. Mark muss hier gewinnen und es sieht auch mal nach aus. Tornado rein. Es hat hier Suchteffekt Probleme. Er schafft es hier nicht souverän zu verteidigen. Er muss noch Raketen cyclen. Aber das war nicht gut. Jetzt Rakete. Jetzt Rakete. Und da kommt die Rakete rein. Und Mark muss offensiv gehen. Er hat immer noch einen Schadensvorsprung. Einen ganz knappen. Aber, wie will er das steffen? 18 Sekunden. Und es kann eigentlich fast keine Rakete mehr kommen, oder? Kann noch eine Rakete kommen. Es muss die Rakete kommen, jetzt von Suchteffekt. Ja, das war's. Er kann nicht, er muss das Rakete machen. Rakete kommt. Der gewinnt. Oh mein Gott, Mark gewinnt. 13 AP. Mark gewinnt das Ganze. Ich finde zu Recht, hat er echt gut gespielt. Es kann Golem von Mark sein, es kann Königsriese von Mark sein. Und Suchteffekt. Es ist Elektroriese, was? Die Karte ist eigentlich total schlecht. Suchteffekt. Mark mit Elektroriese. Suchteffekt spielt auf jeden Fall Friedhof mit Hunter. Elektroriese? Die Karte ist überhaupt nicht stark eigentlich. Aber die Barbarenhütte ist halt draußen, ne? Vielleicht deswegen. Aber passt auf, die Karte ist echt so schlecht für 8 Elixier. Dann lieber Golem, ganz ehrlich. Was? Elektroriese-Ballon? Und der Hunter ist draußen, der Ballon mit Connecten. Er hat nichts, er kann kein Ius. Elixier fehlt. Das sind zwei Hits. Hier einer. Ius kommt. Ius. Ja, muss ich bringen. Mark aktiviert den King Tower. Aber. Doch, das war's. Gegen den Friedhof. King Tower ist an. Gegen Friedhof. Das ist so wichtig. Das ist wahrscheinlich der Ausgleich. Das kann er nicht gewinnen. Der King Tower ist an. Wenn der King Tower an ist, wisst ihr als Friedhofspieler, kann man fast sicher gewinnen. Das wird Mark gewinnen. Mit Elektroriese. Krank. Aber abwarten, man weiß es nicht. Aber normalerweise kann es hier Suchteffekt keinen Schaden mehr machen. Wie auch. Ballon kommt rein. Aber noch Hunter am Start. Hunter.
muss hier sterben. Hunter stirbt rechtzeitig. Aber der Elektro-Riese im Wutzauber. Das gibt's nicht. Ja, er kann eigentlich aufgeben. Also er kann eigentlich aufgeben. Er wird nicht aufgeben, aber jetzt muss er eigentlich fast aufgeben, ehrlich gesagt. Das war's. Das ist definitiv der Sieg für... Das ist der Ausgleich. Dann nochmal sorry an Ross, das wird noch länger dauern. Aber nach dem nächsten Game ist definitiv vorbei. Weil es ein Best of 5 ist. Das wird der Ausgleich werden. Zu 100%. Also er kann es vielleicht defen, aber es ist ja völlig egal. Er wird den Turm nicht holen. Er kann den Turm nicht holen, wie auch. Wie will er den Turm holen? Schöner Nado nochmal offensiv. Zieht alles auch in den Elektro-Riesen rein. Schön! Und er gewinnt das ganz souverän. Das war's. Elektro-Riese. Ballon. Von Mark. Sehr, sehr mutig. Ich habe das Deck schon einmal gesehen, glaube ich. Also ist nicht völlig Troll. Aber ihr müsst wissen, Elektro-Riese ist vor ungefähr 4-5 Wochen rausgekommen. Eigentlich einer der schlechtesten Karten im Spiel überhaupt. Entscheidendes Game um das Finale. Wer jetzt gewinnt, hat's geschafft. Wer verliert jetzt draußen? Mark gegen Suchteffekt. Und Suchteffekt spielt wahrscheinlich Friedhof. Und Mark Riese Friedhof. So wie es aussieht. Ich denke noch Goblin Cage oder überhaupt ein Turm. Ja, von Suchteffekt. Und Mark mit Nachthexe, Poison Zap oder Schneeball. Mal schauen. Und Friedhof. Für wen ist es besser? Ich glaube sogar für Mark. Er hat. Ja, für Mark. Also, ich glaube, die Musketiere wird echt gut werden. Ich glaube, die Musketiere wird einiges rausholen. Oh, der Mini-Packer ist dran. Und das war's schon fast. Das ist schon fast die Vorentscheidung. Mark scheint hier wirklich das Match zu drehen. Er hat sowieso, glaube ich, das bessere Matchup. Vor allem eben mit der Musketiere, die viel Value rausholen kann. Weil Suchteffekt braucht den Poison defensiv gegen Friedhof und kann die Musketiere nicht poisonen. Mini-Packer auch sehr interessant offensiv, auch gegen Ritter nicht so halt auch sehr stark, ne? Und der Start ist extrem krank. Aber ist noch nicht vorbei. Noch lange nicht entschieden. Aber ich glaube, dass hier Mark das Ganze gewinnen sollte. Das wäre einfach mal das 3-2 für Mark. Er hat wirklich gedreht. Mal schauen. Und ich würde es ihm auch gönnen, weil er hat auch wirklich stark gespielt bisher. Aber Suchteffekt genauso eigentlich, muss man auch sagen. Wampenturm rein. Was will jetzt Suchteffekt machen? Ich weiß es nicht. Ah, aber Mark... doch, Mark hat auch einen Poison. Mark sollte auch einen Poison spielen. Ja, genau, da kommt der Poison. Ich wollte gerade sagen, dass Mark keinen Poison hat. Und es gehen beide mit ihren Friedhöfen rein. Aber wir sehen jetzt hier, Musketieren kann jetzt hier entspannt absnipen. Riese ist nicht dran, aber Musketieren holt so viel Value raus. Diese Musketieren ist so unfassbar stark. Riese auch nochmal dran mit dem Hit. Und wir sehen, Suchteffekt auf der rechten Seite, fast gar keinen Schaden gemacht. Er wird es nicht schaffen. Das wird sein. Das wird Mark holen, wenn er keinen Fehler macht. Das hatten wir vorhin auch schon gesehen, ne? Und dann kam auch das Comeback. Letzte Chance jetzt hier. Musketieren wieder so unfassbar stark hier. Wird geblockt. Barbarfis wird geblockt, stark. Jetzt kann der Friedhof reinkommen. Friedhof muss es kommen. Ist er nicht okay? Letzte Chance. Letzte Chance jetzt für Suchteffekt. Da muss es reingehen. Was wir da machen. Jetzt Friedhof. Aber da hätte er abwarten müssen. Der Block war klar. Nochmal richtig starker Block von Mark. Aber ich hätte also ich muss ehrlich sein, an Suchteffekts Stelle da hätte abwarten müssen. Es war klar, dass es Mark blocken würde. Er hätte abwarten müssen. Aber ist egal. Ist sowieso vorbei. Und das soll es gewesen sein. Letzte Chance ist hier. Das war die letzte Chance gerade eben für Suchteffekt. Und jetzt sollte eigentlich genug Schaden herumkommen. Mit Poison. Und das war's. Mark dreht das Best of 5 nach 0-2. Gewinnt Mark mit 3-2, nachdem er das Halbfinale noch verloren hat. Schafft es damit Mark hier wirklich noch in das große Finale. Suchteffekt ist draußen. Mark hat es geschafft. Damit heute X1 Legend und Suchteffekt ausgeschieden. Und wir sehen Mark und Tobi im Finale dann im Duell gegen Wolfstochter und Reichert.